Und damit herzlich willkommen zurück zu Genessa, die nächste Schadensausteilerin, die ich euch nun vorstellen möchte. Genessa ist, haben wir ja schon gesehen, eine kleine Sniper-Dame, die gerne mal snipern tut, sozusagen. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Live und in Farbe. Und zwar in 14 Sekunden. 15, Entschuldigung. Ist ja gut. Ich trinke dann deshalb nochmal kurz mein Käffchen. Wunderbar. Ein Kaffee. So. 5 Sekunden noch. Und dann kann ich euch Genessa zeigen im Schießstand. Tada. So. Yay, Genessa, hast du wunderschön gesagt. So, mit Genessa haben wir Scharfschützengewehr, Sniper-Modus, der Transporter, Drosselmine und Kopfjäger. Der Transporter ist dieser hier. Er teleportiert uns in die Nähe. Mit der Mine haben wir die Möglichkeiten, einem Gegner Schaden zuzufügen. Sehen wir hier ganz gut. Wir können auch noch eine zweite hereinhauen. Dann gibt es eben nochmal Schaden für ihn. Und weil ich gerade so Lust habe, noch eine dritte dazu. Ah, ne, die dritte geht nicht. Okay, wir haben nur zwei. Also macht auf jeden Fall Spaß. Diese Mine kann man auch skillen zu einer Unterdrückermine, glaube ich. Unterdrückermine, genau. Die verlangsamt dann die Gegner. Und diese hier macht jetzt nur Schaden. Schießen können wir natürlich auch. Ha? Ohne Probleme. Doch, doch, doch. Schießen können wir natürlich selbstverständlich auch. Macht das Teil mal weg. Das nervt so ein bisschen. Naja gut, schießen können wir natürlich auch. Wir können Einzelschüsse machen. Wir können auch draufhalten einfach. Müssen natürlich nachladen. Also auch das geht vom Prinzip her. So, weg damit. Dann haben wir natürlich die rechte Maustaste mit Anvisieren. Mit einem geladenen Schuss, der dem Gegner auch ordentlich Schaden hinzufügen kann. Wenn wir so direkt schießen, er lädt nach und feuern ab. Na, diese Möglichkeiten sind uns gegeben. So, wir gehen mal hier rüber. Denn hier haben wir mehr Ziele, genau. F-Taste, kommen wir schneller voran. Zack, hallo, guten Tag, das sind wir. Jetzt können wir mal die E-Taste drücken und haben Kopfgeld gezogen. So, zack, jetzt können wir hier ordentlich zielen, ordentlich zielen vor allem und ordentlich Schaden austeilen. Und dann passt das Ganze auch. Natürlich hier ist das Ganze viel, viel einfacher, weil die Gegner sich natürlich nicht bewegen. Logisch. Aber das geht schon. So, die Mine wieder ran. Zack, hier noch eine Mine ran. Und dann haben wir auch unseren Spaß hier so ein bisschen. Guck mal hier, zack. Oh, ich muss nachladen. Zack, 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 zack. Ach, die ist noch immun. Mensch, warum bist du immun? Das macht man doch nicht. Aber einfach hier Schaden drauf machen. Doppelkill hier. Schön aufladen, abfeuern. Und dann habe ich verfehlt. Zack. Und zack. Na, ihr versteht, was ich meine. F-Taste gedrückt und wir können wieder schneller fliegen, beziehungsweise schneller vorangehen. Wir laden mal schnell nach und helfen hier unserem paladinischen Paladin, der hier doch ein paar Probleme hat. Guck mal, hier gegen sie machen wir jetzt hier sehr, sehr viel Schaden. Und das war's für sie. So, hier eine Mine hin, hier eine Mine hin und ich wünsche dir viel, viel Spaß. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß. Auch hier können wir nochmal abfeuern ein bisschen. Macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, einfach mal hier zu testen. Schadendealer. So, F-Taste, B-Taste. Guck mal, da ist sie. Da zeigt sie es an, was hier abgeht. Meine Freunde, das war's mit Genessa. Der nächste Charakter, der steht in den Startlöchern. Ich gehe schon mal zurück zur Lobby und wir sehen uns dann gleich wieder. Ciao.